wird immer noch weiter geschossen. Unser Gegner rückt vor und ihr erzittert. Sie sind in der Überzahl, sagt ihr. Besser bewaffnet, besser ausgebildet. Und ich fürchte sie nicht. Und ihr habt auch keinen Grund. Denn trotz besseren Materials fehlt es ihnen dennoch an Überzeugung. Uns jedoch nicht. Wir haben Disziplin und Ordnung. Und was am wichtigsten ist, wir haben Leidenschaft. Wir glauben. Also bleibt wachsam. Spart Munition. Wartet auf eine freie Schussbahn und vor allem anderen Männer. Schießt erst, wenn ihr das Weiß in ihren Augen seht. Emotionale Ansprache noch kurz an die Männer, bevor sie in den Krieg ziehen. Gott verdammt ich! Geschafft! Das war eine gute Ansprache. Lügen allesamt, fürchte ich. Doch, solche Lügen brachten uns so weit. Das ist gut. Er verließ Boston, wie ich vermutete. Hat sein Lager auf Mountain Hill gezogen. Man wird kaum an ihn herankommen. Nicht bei diesem Durcheinander da unten. Ich schätze, dass du ausgehst. Oder warten, bis wir ihre Reihen gelichtet haben. Wir haben keine Zeit. Ich muss den direkten Ansatz wagen. Das zweite Mal heute, dass du das Unmögliche vorschlägst. Ich habe keine andere Wahl. Weil du verrückt bist wie ein Hase im März, Junge. Wenn ich zurückkomme, erwarte ich eine Entschuldigung. Und ein Dankeschön. Wir haben schon kein Dankeschön bekommen für die zwei Schiffe, die wir versenkt haben. Das Schlachtfeld überqueren, ohne Schaden zu erleiden. Na ja, nee, ist klar. Oh, schlecht. Nicht geschafft. Deckung! Ich wollte ja in Deckung. Oh, Deckung? Wieso ist hier drüben ein rotes Symbol? Erhole ich mich auch? Nein. Gut, ich renne weiter. Fuck. Ich wurde mit einem... mit einer Kugel. Ich dachte, man hat mich mit einem Pfeilbogen abgeschossen. Das wäre ja ziemlich verwirrend gewesen. Okay, diesmal mit Deckung. Neben mir schlägt es gleich ein. In Deckung! Geh mal über die rechte Flanke. In Deckung! Jetzt los! Weiter! Na, fuck off, ey. Das ist verdammt schwierig. Ach, kacke. Okay, warte, warten. Erst wenn sie geschossen haben. Jetzt. Weiter. Im Ernst jetzt? Ich muss doch... Da lang. Ja, genau. Wo ist die nächste Deckung? Da unten. Okay, abwarten, bis die schießen. Jetzt weiter! Okay, noch einmal. Du, was machst du? So, jetzt weiter! Endspur, komm schon! Okay, jetzt. Hoch hinaus, Junge, kommst du mit mir? Hilfst du mir? Okay, mir nach. Das nützt mir nichts, nein.
Ja. Weiter. Irgendwo die Felswand hoch. Aha, okay. Limit für Pickham per Luftattentat ohne entdeckt zu werden. Ja, nee, ist klar. Dieses ohne entdeckt zu werden habe ich, glaube ich, noch nie geschafft. Okay, einen nach dem anderen erledigen. Ah, du Zetschke. Läuft der Typ einfach weg. Okay, ich erledige mal den zuerst. Okay. Ich werde gesehen. Ich werde immer noch gesehen. Ich werde die ganze Zeit noch gesehen. Das war wieder einmal eng. Ja, komm hierher. So. Einer weniger. Jetzt gehe ich den da unten holen. Wo gehst du lang? Okay. Den Typen schnappe ich mir wartend hinter der Ecke. Oder nein, im Gebüsch hier. Denn dann ist er gleich versteckt. So, komm, Freddy. Komm da rein. So, nicht nervös werden. Das war jetzt nicht geplant, aber der, ich glaube, er ist versteckt. Okay, Freibahn. Ich muss ihn per Luftattentat töten. Wie soll das möglich sein? Kommt der Typ jetzt? Oh, der Typ kommt jetzt hier hin. Okay, den schnappe ich mir, wenn ich hier warte. Hoffentlich funktioniert das. Bitte, es funktioniert. Komm hierher zurück, du Lump. Ja, komm hierher. Er will nicht hierher kommen. Ja, egal was du machst, mach es. Es geht ganz schön lange hier. Ist ja egal. Junge! Geh wieder zurück! Gehst du wieder zurück? Ja, warum? Jetzt! Geh zurück! Oh, ich will dich nicht abschießen! Ah, ich habe ja Pfeil und Bogen! Vielleicht kann ich... Ich habe keinen Pfeil und Bogen. Wieso habe ich keine Pfeil und Bogen? Giftpfeile? Okay, kann ich Giftpfeile schießen? Wusste ich nicht. Könnte ihn erwischen. Ah, cool. Tatsächlich, Giftpfeile. Jetzt kommt die ganze Armee hier hin. Das könnte mal eine Chance sein. Warte. Somebody. Ja, wohin läufst du?
Ja, hier unten findet dich keiner. Was? Der hat mich gesehen? In echt jetzt? Den habe ich nicht gesehen, dass er mich gesehen hat. Wie bringe ich den Typen mit einem Luftattentat um? Obwohl, da hinten hat es einen Baum. Scheiße. Scheiße, verstecken. Oder kann ich so weit? Nein. Oh, sind das viele Kacke. Ich dachte, es kommt einer. Okay, jetzt bin ich da, wo ich schon einmal gewesen bin. Wenn ich mich von unten anschleiche, oder kann ich hier? Ja, ich gehe von unten entlang. Hoffentlich sieht mich einfach keiner. Okay, sie sehen mich zwar, aber ich bin too fast. Wo, hier unten stehen die ganzen bescheuerten Idioten, wo auf mich geschossen haben. Die töte ich dann nachher. Wenn ich es in diesem Leben noch schaffe, diesen Pickern zu töten. Hä? Wo ist der? Laut Radar ist gerade einer neben mir. Aber jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr. Das ist komisch. Oh, da hinten ist er, ja. Okay, warten, bis die durch sind, dann losrennen. Ziemlich unelegant, aber ich habe es geschafft. Warum hast du das getan? Um Adams und Hancock zu schützen und ihre Dienstherren. Du wolltest sie töten. Sie töten? Bist du verrückt? Ich wollte nur verhandeln. Es gab vieles zu besprechen, zu erklären. Dem hast du ein Ende gesetzt. Wenn das die Wahrheit ist, überbringe ich ihnen deine letzten Worte. Sie müssen die Waffen niederlegen. Sie müssen den Krieg beenden. Warum sie und nicht die Rotröcke? Glaubst du, wir hätten sie nicht um dasselbe gebeten? Solche Dinge brauchen Zeit. Wir hätten Erfolg gehabt, hätte ich meine Rolle erfüllt. Die Rolle des Puppenspielers. Besser wir halten die Fäden als ein anderer. Nein, es sollte keine Fäden geben. Alle sollten frei sein. Und wir alle sollten in Luftschlössern leben. Du führst deine Klinge wie ein Mann, aber du redest wie ein Kind. Und deshalb werden noch mehr sterben. Saho yonere ne o te nam da setta kwe. Dini o ne yaho te na tam da setta kwe. Jetzt kommen Probleme auf uns zu.
kannst du dich so an mich ranschleichen? Warum haust du nicht ab und hilfst beim Abbau des Lagers? Und tu das nicht noch einmal, hörst du? Gott verdammt! General Putnam. Du lebst. Das kann man von Pitcairn nicht behaupten. Gut so, schätze ich. Aber das ändert nur wenig. Ich gab Befehl zum Rückzug. Wir haben zu viele verloren, zu wenig gewonnen. Wenn die Loyalisten den Hügel wollen, sollen sie ihn haben. Boss ist weit wichtiger. Es gibt ein größeres Problem. Wie meinst du das? Das kann nicht stimmen. Die wollen Washington ermorden. Was? Jetzt müssen wir ja noch Washingtons Bodyguard spielen. Das weiß ich in ihren Augen. Haben wir gesehen. Zumindest vom Picker. 2 von 3 Zielen nicht erreicht. Ist ja nicht mal so schlecht. Oder? Hatte schon schlimmere Sequenzen. Naja. Hauptsache Picker ist tot. Die kriegen hier noch ein wenig weiter um den Hügel, obwohl... Meine Feinde sind hartnäckig. Wenn Geld nicht ausreicht, greifen sie zur Gewalt. Inzwischen habe ich Johnson und Pitcairn erledigt, ihre Pläne durchkreuzt. George Washington versammelt die Kolonisten und ihr Marsch in die Freiheit wird langsam ernst. Kein Wunder, fürwahr, dass die Templer seinen Tod wollen. Sie wollen dieses Land verwandeln in etwas Kaltes und Geordnetes, in etwas Seelenloses. Und er ist ein Hindernis. Ich muss ihn retten, auf dass sein Traum wahr wird und mein Volk sicher ist. Doch je mehr ich helfe, desto größer ist die Gefahr, entdeckt zu werden. Die Templer wähnen ihre Männer ein Opfer der Revolution. In ihren Augen sind die Assassinen tot und zerschlagen. Keine Bedrohung für sie. Doch ich fürchte, sie erkennen bald die Wahrheit. Und dabei auch mich. Ich muss vorsichtig sein. Wie immer. Welcome back, Devonport-Siedlung 1776. Wie verläuft die Jagd, Connor? Es gibt Fortschritte, doch ich bezweifle, dass das reicht. Du bist, wo man dich am meisten braucht. Hättest du Charles Lee oder deinen Vater verfolgt? Was wäre dann mit Paul Revere oder den Soldaten in Lexington? Soldaten? Es gab keine Soldaten in diesen Städten. Nur Männer und Frauen, die sich selbst verteidigen mussten. Kämpfst du nicht genau deswegen, um dein Volk zu beschützen? Dein Kampf ist der Kampf der Kolonisten. Hilfst du den einen, hilfst du den anderen. Ermutigende Worte von einem, der diesen Kampf für aussichtslos hielt. Mach dir nichts vor. Das tue ich noch. Und doch erfüllen mich deine Erfolge mit etwas Stolz. Wo sollte ich deinen Anteil daran sehen? Sieh ihn nicht. Und gib den Umhang zurück und die Klingen und die Pfeile und all die Jahre der Ausbildung und das Wissen, das ich dir anvertraute. Gib mir all dies zurück, dann werden deine Worte vielleicht wahr. Was war das für eine Kleidung hinten? Oder gib einfach zu, dass du dich geirrt hast. Ach, Kind, bitte. Du tötest zwei Männer. Einer eher ein Kaufmann als ein Soldat. Da musst du dich mehr anstrengen, wenn du mich beeindrucken willst. Ach, ist das so, alter Mann? Warum gehen wir nicht vor die Tür, hä? Ich würde dir nur zu gern demonstrieren, wie... Connor, das ist Benjamin Talmadge. Sein Vater war einer von uns. Kein Grund für Geheimnisse. Ich glaube, er hat uns etwas zu sagen. Achilles sagte mir, dass du einen Plan zur Ermordung... des Commander in Chief entdeckt ist. Ja, aber ich habe nur falsche Ansätze und Sackgassen gefunden. Nicht mehr, mein Freund. Thomas Hickey ist dein Mann. Ich will dir helfen, ihn zu schnappen. Wie? Ich erklär's dir auf dem Weg. Du und ich ziehen nach New York. New York! Wir gehen nach New York! Alle Schnellreisestationen gefunden. Yippie, Schweinebacke. Und wieso ist bei dem Haus auf dem Radar immer noch ein runder Kreis? Das weiß ich immer noch nicht. Aber, halb so wild. Unsere Mission besteht jetzt darin, nach New York zu gehen.
Ja, wäre New York. Was sind so? Geschäfte freigeschaltet 7, Bürgermission freigeschaltet 5, befreite Gebiete 1 von 3. Oh, nicht mehr? Wirklich? Naja. Ist ja alles noch offen. Ist ja noch lange nicht fertig. Geschichtlich weiß ich keine Ahnung, wie weit das ich bin, geschichtlich gesehen. Aber das interessiert jetzt nicht, wie ich nach New York ziehe und welche Möbel ich mitnehmen werde, sehen wir im nächsten Teil. Und bis dahin, danke fürs Zusehen und in diesem Sinne einen schönen Tag noch. Ciao Leute.